lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich mit dem David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und den Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und von uns erst einmal frohes Neues. Wir haben jetzt Ende Januar. Wir sind aus unserer winterlichen Weihnachts-Neujahrspause zurück. Die namenlosen Tage haben wir hinter uns. Genau, aber sind die namenlosen Tage nicht eigentlich, wenn man aventurischer Plan nimmt, erst kurz vorm Sommer, irgendwie im Juni oder so? Das ist ja die Frage, wie du es rechnest am Ende des Tages. Ne? Ich glaube, es gibt ja zwei zulässige Sichtweisen. Das eine ist die Jahressichtweise und ich kenne tatsächlich Spielrunden, die zwischen Weihnachten und Silvester ihre namenlosen Tage ausspielen, sag ich mal. Also wenn man sagt, am 1. Januar fängt das neue Jahr an, wenn man natürlich sagt, wir wollen die Jahreszeiten 1:1 abbilden, dann darf man ja, solange man in Deutschland spielt, zumindest im 1. Juli auch den ersten Preis machen, sollte man vielleicht dann nicht hin. Und die zahlreichen DSA-Runden in Australien haben dann vielleicht eine andere Thematik. Ah, okay, aber dann wäre es doch eigentlich dann sind es doch, wenn du sagst, 1. Preis ist 1. Juli, dann ist praktisch die letzten 3 Tage im Juni die namenlosen. Oder? Genau, die letzten 5 Tage, ja. 5, meine ich ja. Naja gut, wir haben also unsere namenlosen Tage zu Hause verbracht und da wir nach namenlosen Tagen natürlich göttlichen Beistand gebrauchen und die Götter 12 Götter schon hatten, dachten wir uns, sprechen wir jetzt mal über die Halbgötter. Und bevor wir Halbgötter so da mal anfangen, die meisten in der aventurischen Welt sind ja Kinder zweier Götter. Und Kinder von Götter und Sterblichen gibt es ja. Jetzt ist meine Frage, wenn zwei Götter ein Kind haben, warum ist es dann ein Halbgott? Müsste doch dann ein normaler Gott sein, oder? Würde mal differenzieren, also die Sicht ist ja hier, ich sag mal, sehr theologisch vielleicht sogar. Ne? Das hat wahrscheinlich mal ein weiser Praios-Geweihter sich überlegt oder so etwas, oder vielleicht haben sich Praios und Sinne-Geweihte zusammengetan. Ich behaupte mal, das ist nicht die Sicht, die Götter selber auf sich haben, ohne dass wir es natürlich nachvollziehen können. Denn genau diese Halbgötter sind ja auch sind Kinder von, das ist wiederum eine Hilfestellung der Kirchen, damit der kleine Aventurier verstehen kann, es gibt doch nur 12 Götter, aber dann gibt es noch andere Entitäten, die gut sind und nicht böse und irgendwelche Macht vergeben, wie kann das in unseren Kosmos passen? Und dann hat die mal jemand Halbgötter genannt und gesagt, ah, das ist eigentlich der Sohn von X und Y oder wie auch immer. Und damit man es greifbar für den armen Bauer, Ritter, Krieger, Magier, wen auch immer hat. Aber ich würde mal behaupten, da werden wir in der Geschichte auch nochmal drauf zukommen, sicherlich, wenn wir durch die Zeitalter laufen, da sehen wir ja, dass auch unterschiedliche Götter mal in Alvaran sitzen und deswegen ist es, glaube ich, eher eine Hilfestellung eine irdische Hilfestellung oder eine derische Hilfestellung, so rum wahrscheinlich, ja. Vielleicht kann man das ein Stück weit so argumentieren, wenn man das denn argumentieren will, dass man sagt, im aventurischen Schöpfungsmythos ist ja Los, der Allvater, aus dessen Blut quasi die Götter geworden sind, die 12 Götter, die dann ein Stück weniger mächtig sind als Los. Und mit jeder Generation verdünnt sich so ein bisschen quasi das göttliche Blut, auch wenn die Götter untereinander Nachwuchs bekommen und dadurch schwächt sich das immer ein Stück weit ab, sodass dann eben die Kinder von Halbgöttern gar nicht mehr, also. Ja. Ich glaube, Achtelgötter oder so. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in den Zeitaltern, dass wir gesagt haben, sie spalten sozusagen einen Teil ihrer Energie ab und haben dann sozusagen weniger und die anderen haben dann deswegen Halbgötter, weil sie auch weniger Energie dann zur Verfügung haben. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem ersten Halbgott an, und zwar Avis, ein Kind von Raya und Fex. Wer ist Avis? Wofür steht Avis? Was macht Avis? Ja, Avis ist eigentlich ein unglaublich wichtiger Gott für alle Helden und Abenteurer, weil er eben als der Gott oder zumindest der Schutzpatron derjenigen gilt, eben die auf abenteuerliche Reisen aufziehen, sei es als Seefahrer oder Reisende auf Expeditionen, auch Heldenreisen, Abenteuer. Und die Aspekte, die man mit ihm in Verbindung bringt, sind eigentlich welche, die ganz typisch sind auch für
für klassische Heldengruppen, also Entdeckung, Abenteuer, Kampf, Suche, Wanderschaft. Da sind eine Menge Dinge dabei. Also eigentlich könnte man sagen, es müsste der typische Gott für die meisten aventurischen Abenteurer sein. Und das ist auch, würde ich sagen, einer von den Göttern oder Halbgöttern, die relativ wenig polarisieren. Also Aves ist, glaube ich, kein Gott, der so strikte Gebote hat, dass er irgendwie Leute abstreckt oder die Leute zwingt, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu positionieren, sondern das ist jemand, mit dem kann man eigentlich ganz gut zurechtkommen. Ja, würde ich auch so sehen. Sollte eigentlich viel mehr von Helden verehrt werden, als es tatsächlich der Fall ist. Ne, also ich zumindest habe, glaube ich, eine Heldenruppe mit Avis-Geweihten jetzt so nicht präsent zumindest erlebt. Aber das ist so. Ich sage mal, natürlich, wie du gerade sagtest, im zwölfgöttlichen Mythos als oder Kanon als Sohn von Raya und Fex. Der nimmt es sicherlich nicht immer so genau mit den Gesetzen an der Logik auch. Also da mag man mit einem Prajoten schon mal aneinander geraten. Ansonsten ist es aber echt ein ziemlich, gut akzeptierter, also oder zumindest ja kein umstrittener Gott, so will ich es mal nennen. Da bin ich ganz gut zusammengefasst. Also da eckt man nicht mit an, wenn man an Avis glaubt, ja. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten. Wir haben es jetzt mal alphabetisch hier genommen. Sorry, dass jetzt meine Vögel im Hintergrund rum. Paradiesvögel von Aves Die noch. Paradiere, genau. Das war alles geplant. dann ist der nächste Ifion. Wer ist Ifion? Ja, da wird es schon spannender, hätte ich jetzt gesagt. Ifion ist eine Tochter Firuns. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwo überliefert ist, wer da die Mutter sein soll. Aber zumindest ist so ein bisschen die milde Seite von Firun, wie man ja oft sagt. Firun als strenger Wintergott, nur die Starken überleben. Da ist Ifion, ich sag mal, erstmal die heldentauglichere Seite vielleicht auch, ne? Denn so ein Firun-Geweihter, der das sehr radikal auslebt und seine Mitstreiter vielleicht auch einfach im Stich, wenn sie nicht gut genug sind, dann haben sie auch Firuns Gnade nicht verdient. Ist sicherlich nicht so akzeptiert wie ein Ifirn-Geweihter, der eben genau diese ja, mildere Seite einnimmt. Und spannender finde ich es deshalb, weil man, ich sag mal, während Aves ja, ich sag mal, überall mal so akzeptiert wird, sieht man bei Ifirn schon, dass es Regionen gibt, wo ich würde sagen, Ifirn auf dem Vormarsch ist. Also wenn ich zum Beispiel an Torvald denke, da ist Ifirn häufiger akzeptierter als Firun einfach auch. Da gibt's, da ist, die haben ja auch nicht diese zwölfgöttliche Denken logischerweise in Torvald und dann sieht man es auch nicht mehr ganz, da ist man nicht an den Kanon gepresst und dann ist Ifirn da sicherlich an vielen Stellen weiter verehrt als Firun einfach ist. Ja. Kann ich gar nicht viel mehr dazu ergänzen. Das ist eben dieser Aspekt der Hilfsbereitschaft, den Ifir noch mitbringt, der so bei Firun völlig fehlt und der das dann, glaube ich, einfach auch im Spiel so ein bisschen praktischer und einfacher macht, einen Charakter zu spielen, der eben diesen moralischen Kompass und den Geboten der Göttin gerecht wird und trotzdem so weit truppentauglich ist, dass er in der Heldengruppe passt, ohne ständig für Konfrontation zu sorgen durch seine Haltung. Habe ich jetzt auch übrigens in der Heldengruppe gerade erst erlebt. Ich glaube, Ifir und Geweihte sind extrem gruppentauglich. Hatte ich es vorher so auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber auf der einen Seite eben durch ihre Hilfsbereitschaft haben sie halt Fähigkeiten, um der Gruppe auch weiterzuhelfen, aber sie sind auch nicht, wie jetzt vielleicht eher Richtung Peraine oder Zar gedacht, die dann Schwierigkeiten haben, sich ihre Haut zu erwehren oder so. Also für eine Heldengruppe ist eine Ifir und Geweihte, glaube ich, eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Laut Wiki Aventurica. Ist die andere Gottheit oder Entität Meriban. Ja, aber ja, da sind wir Also, schon, weil ich sag, Meriban ja eher eine Sterbliche war, dieser Firun. hier ist es drin, in der göttlichen Mythologie eine Thulamide, die vierter Ifion gebar. Und ebenso gehört sie zum urthulamidischen Pantheon, wo sie als also der Unterschied ist, Meriban mit einem A und einem mit zwei bezeichnet wird. Ja, wobei das Urthulamidische, das ist definitiv nicht nur gefühlt, ist nicht so abgeschlossen wie die Zwölfe und ist auch sicherlich ein gutes Tummelfeld für Autoren und Autorinnen, um mal neue Götter zu platzieren, neue Alte. Ah. Naja, dann kommen wir zum nächsten Halbgott, jemand, der gerne kämpft, Koa. Wer ist Koa? Ja, das ist eine Kombination, eine familiäre Kombination, die wir noch nicht hatten. Das ist die Kombination aus der Mutter Rontra, der Göttin des Kampfes, und Pharmelor. Pharmelor ist, den hatten wir, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit dem dritten oder vierten Zeitalter, der löwenhäuptige Drache, also einer der hohen Drachen, die nach Alvaran aufgestiegen sind und der als
also zum Gefolge Rondras eigentlich zählt. Und Kor hat von seiner Mutter so das menschliche Aussehen mitbekommen, aber von seinem Vater das kalte Karfunkelherz, das Drachenherz. Und eigentlich sind Chorgeweihte, wenn man sie konsequent spielt mit all den Geboten und den Vorgaben und den Prinzipien, keine sehr gruppentauglichen Charaktere, sind aber, glaube ich, trotzdem relativ beliebt unter DSA-Spielern. Also ich kenne mindestens so viele Chorgeweihte wie Rondra-Geweihte am Spieltisch. Aber das ist tatsächlich, finde ich, immer auch eine Gratwanderung, weil da eben ein sehr konsequentes Bild auch vermittelt wird in. Das ist richtig und ich glaube, da würde ich mal drauf einspringen gleich auch. Also erstmal völlig richtig, wie du sagst, wenn man sie konsequent spielt oder auch für Spieler oder Helden, sind Chorgeweihte auch nicht immer so leicht, von entsprechenden Dämonenpaktierern zu unterscheiden. Also nicht, weil natürlich sind die Guten, aber ne, also ein Chorgeweihter, der da schlachtend über das Schlachtfeld geht, ne, und der im Blut badet sozusagen, weil das für ihn dazugehört. Ja. Da werden die Grenzen langsam enger. Er gehört definitiv zu den Guten. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber genau, ich sehe das auch so. Er ist sehr beliebt. Vielleicht auch manchmal gefühlt der, vielleicht auch ein Irrglaube oder das, wo man drauf aufsitzt, dass, ich sag mal, Rondra die verweichlichten Priester hat. Und wer einen harten Hund spielen will oder eine harte Hündin, der muss sich eben an Chor wenden. Ist so ein Stück der Eindruck, den ich zumindest auch aus aktuellen Publikationen habe, aber insgesamt ist es eher weniger mit, ich bin der Harte oder weniger Harte, sondern genau dieses Karfunkelherzige, also da fehlt eben auch so etwas wie Milde walten lassen und Gnade walten lassen, was für Heldengruppen oftmals ja auch eine gewisse Relevanz hat. Das heißt ja auch guter Kampf und gutes Gold. Genau, so das ist ein richtiger Hinweis. Chor ist natürlich auch, sag mal, der Söldnergott häufig. Und dieser Kunchoma-Kodex, nachdem Söldnerverträge geschlossen werden, der wird dann, ich glaube, wichtige Kontrakte werden teilweise auch von Chorgeweihten dann mit gesiegelt sozusagen. Also das ist genau gerade, sicherlich auch, klar, da wo Rondra auch sagt, wenn jemand vor mir, also der ehrenhafte Kampf, den kennt Chor halt nicht. Er muss gut sein, aber er muss nicht ehrenhaft sein. Ne? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Leftan. Das kann man über den erzählen. Ist ein Raya-Sohn, hat auch eine, ja, da ist auch wieder einer der Götter, wo man vielleicht so ein bisschen näher, wo man die Grenzen zum Grauen hin verschwimmen, ähnlich wie es bei Chor eben manchmal ist. Denn auch sicherlich ein Thema, wo man in den Spielrunden aufpassen muss, denn auch da von den Hintergrundgeschichten, Leftan ist auch jemand, der auf Hexen, von Hexenfesten auch angebetet wird. Da muss man schon aufpassen, dass, ich sag mal, Leftan nimmt sich auch die Gefährtin oder den Gefährten, den er haben möchte. Und das, da kommen wir natürlich auch schon nicht mehr, sag mal, Boraya, wo man sagt, die Liebe, da gehören beide zu und da müssen beide auch zustimmen. Da ist Leftan halt deutlich brutaler und das muss man am Spieltisch, glaube ich, auch vorher klären, ob man sowas machen möchte, ja oder nein, und wie stark man das ausspielen möchte. Und natürlich kommen wir dann wirklich auch in eine moralische und rechtliche Situation, wo man wirklich sagt, sind das noch die Guten, die Leftan-Priester? Ist Leftan eigentlich der Gute? Unterliegt er vielleicht nur, ich meine, kann er was dafür? Ich meine, Leftan wurde auch mal von den Dämonen entführt oder sowas. Und Reihe musste ihn befreien. War doch irgendwie diese Geschichte. Ne? David nickt, ihr könnt das nicht sehen. Ich schon. Deswegen, ich meine, liegt es quasi, ist es in seiner Natur oder hat er das irgendwann mal abbekommen, in Anführungszeichen? Aber ist auch eine eher graue, etwas grauere Gottheit an der Stelle. Ja. Ist, glaube ich, auch erst relativ neu in dem Sinne, dass man auch Leftan Geweihte spielen kann. Das war lange Zeit nicht möglich. Und gefühlt eher so, ja, natürlich da verehrt, wo Raya auch Verehrung findet, ne? Also so in Almada, vielleicht noch im Horasreich oder sowas. Und ja. Und wie gesagt, wird auf Hexenfesten, ich glaube, das ist die erste Erwähnung, wo man Leftan früher hatte, auch in alten Abenteuern, dass Hexen oft ihre Feste feiern und hoffen, dass sie Leftans Gunst auf sich ziehen und er sie bei einem Fest aufsucht. Und ich meine auch, dass mindestens sowas derartiges mal in alten Publikationen erwähnt wurde und Helden das an Abenteuern hätten erleben können. Ja. Mhm. Es gibt ja, das ist ja dieser Leftan-Kult, der dann im Aventurische Götterwirkung 2 eingeführt wurde. Leftan ist auch der Gott von Rausch, Begierde und Eigennutz. Ja, dann verschwimmt das so ein bisschen, ne, mit dem Eierkult, weil man ja die Aspekte Rausch und Begierde eigentlich auch der Göttin eben, ja, der Liebe zu
weißt, Eigennutz weniger, das ist wirklich ein Left-Hand-Aspekt. Und das ist, glaube ich, auch so eine, die spielbaren Priester, da gibt es eben jetzt auch die Left-Hand-Priester, das sind dann so ein Stück weit, ich sag mal, die ständig Berauschten, ständig Betrunkenen, die dann auch so, ja, die Nähe ihres Gottes teilweise suchen, eben indem sie ja von einem Rausch in den nächsten sich hangeln. Da wurde vielleicht auch manches so ein bisschen, ja, abgeschwächt oder nochmal neu ausgearbeitet, um zu sagen, das muss auch hier eine Form sein, die eben auch ein Stück weit gruppenkompatibel ist, sozialkompatibel, um es im Spieltisch spielen zu können. Ich muss gestehen, mir persönlich ist auch noch kein Spieler eines Left-Hand-Geweihten oder einer Left-Hand-Geweihten begegnet bisher. Ja, aber auch noch nicht. Nee. Auch noch neu. Also der Aufruf, ne? Spielerinnen und Spieler der Left-Hand-Geweihten, meldet euch hier und schildert uns eure Erfahrungen. Okay, dann kommen wir zum rauchenden Gott Marlboro. Marbo. Wer ist Marbo? Marbo ist, also David, bitte. Gerne du. Ja. Also Marbo ist eine Boron-Tochter, ist auch, sag mal, von der irdischen Setzung, ähnlich wie Leftan, erst sehr, sehr kürzlich damit ausgestattet, dass sie auch echte eigene Geweihte haben kann. Dann gibt es auch ein sehr, sehr neues Abenteuer zu, wo man da einiges erleben kann. Und ja, was kann man zu Marbo viel sagen? Sie ist eine Totengöttin, die, ich meine, auch im Urtulamidischen schon früher mal angebetet wurde. Dort wird sie als, ich habe es gerade gefunden, ihr Mahabor verehrt oder wurde sie verehrt. Also ist eher in der Tulamidischen, vielleicht noch almadanischen Gegend bekannt. Und anders als, hoffe ich, ich liege nicht ganz falsch, aber anders als bei Boron ist, glaube ich, Marbo auch in der Lage oder auch bereit, durchaus Untote zu einem gewissen Grad zu halten, weiß nicht, wie man das sagen kann bei Untoten, aber zu kontrollieren. Oder während, wie gesagt, Boron, der mit allen Mitteln dagegen vorgeht und sagt, alles, was er irgendwie aus dem Grab erhebt, muss wieder schnellstmöglich rein, ist da Marbo etwas pragmatischer unterwegs. Sie ist aber auch eben eine der Totengöttinnen und da ist so auch wieder meine Sicht, wobei das jetzt wieder, also auch echte Spekulation von mir als Spieler, nicht als Autor ist, sondern Spielerspekulation. Ich glaube, das ist auch so ein aufgepresstes Marbo ist eigentlich die Tochter Borons, damit man irgendwie diese toten Göttin in das zwölfgöttliche Pantheon bringen konnte. Und sie hat echte Widersprüche zu Boron. Und deswegen würde es eine Weltsetzung geben, die alle irgendjemand kennt, sage ich mal, dann glaube ich nicht, dass Marbo in Wirklichkeit eine Boron-Tochter ist, sondern ich denke, die wurde eher von Zwölfgöttergläubigen da reingeschrieben, damit man auch die Marbo-Anhänger irgendwie in den Zwölfgötterkult reinkriegen kann. Ja. Das trifft sicher auf einige der Halbgötter zu, dass man eben innerabenteuerlich so begründen kann, dass man sagt, es gab eben die siegreichen Bosporanier, die weite Teile des Kontinents erobert haben und dann ihr Zwölf-Götter-Edikt hatten, was quasi festlegt, wer drin ist und wer draußen und dann so ein Stück weit auch Kulte vereinnahmt haben, die dann dadurch alle in irgendeiner Form als Heilige oder als Halbgötter oder als Götter außerhalb des Zwölf-Götter-Kreises auftauchen. Und je bunter und vielfältiger Methodien aber auch geworden ist und je mehr man auch gesagt hat, eben es gibt nicht nur diese eine Sicht der für eine Zeit lang dominierenden Kultur, sondern es gibt eben auch andere Völker in den Randregionen oder in den Tulamidenlanden, die ganz andere Sichtweisen haben, desto mehr hat man, glaube ich, dem, was wir jetzt als Halbgötter bezeichnen, auch eigenen Hintergrund gegeben und ein bisschen mehr Tiefe und auch Aspekte, die eben nicht mehr so 100% alle glatt gespült sind und total zu allem passen, was jetzt der Zwölf-Götter-Kult als einzig wahre Lehre verkündet. Okay, dann kommen wir zu Mokosha. Ja, Mokosha ist natürlich wiederum, also natürlich, viele von denen sind sehr spannend, aber Mokosha finde ich persönlich deshalb auch sehr spannend, weil sie von den Norbaden angebetet wird. Das ist so eine, die Biene ist das heilige Tier, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob es als die Sindetochter durchgeht eigentlich. Und wer Norbaden mag, der wird auch über Mokosha früher oder später stolpern. Und das ist halt, ja, dadurch, dass die Biene ihr heiliges Tier ist, sagt man eigentlich schon alles. Das ist eine, die für die Gemeinschaft einsteht, aber so, sagen wir, dieses fleißige Arbeiten, Zusammenarbeiten und genauso wie eine Norbaden-Sippe durch die Lande zieht und gewissermaßen sich um ihre
Sibylla Schad oder so etwas, so ist es auch ein bisschen bei dem Mokoscha-Glauben. Man hat so ähnlich wie so eine Bienenkönigin und alle Bienen bleiben in ihrem Volk und gehen mit. Das passt eigentlich ganz gut zu Mokoscha. Ich glaube, sie wird sogar ausschließlich von Norbaden verehrt. Ich wüsste nicht, dass es mal vereinzelt was anderes geben soll. Und klar, hatte sie sicherlich früher deutlich mehr Macht als die Alhani noch ein eigenes Volk waren, die auch wirklich eine große Kultur waren. Und heute wird sie halt wirklich versprengt von den Norbaden angebetet, die durch die Länder ziehen und ist dann eben auch ein Stück weit integriert worden als Isinde-Tochter. Das passt, die Norbaden haben ja auch, die Alhani als Vorgänger der Norbaden hatten ja auch an Isinde sehr stark geglaubt. Also so gesehen ist es, glaube ich, mindestens wieder in der Logik der Kulte sinnvoll, dass man sie Isinde auch irgendwie zuordnet ein Stück. Okay, von der Tochter der Händler, die ja gerne auch etwas Geld anhäufen, zu jemand, der eher Wissen anhäuft, Nandus. Ja, der ist uns ja auch tatsächlich schon, ne, ist auch schon in den frühen Zeitaltern begegnet als wichtiger Gottheit. Und in der zwölfgöttlichen Mythologie gilt Nandus als Sohn auch von Hesinde, aber da ist nicht Ingram der Vater, sondern Fex. Und das prägt auch so ein bisschen die Aspekte, die der Gottheit zugeordnet werden, dass man eben sagt, das geht durchaus auch um Dinge wie Geheimnisse und Heimlichkeit, vielleicht auch List und so Schleue im Verborgenen, aber eben auch um Wissen, Weisheit, Wissensvermittlung, Dinge, die man dann eher, also auch von Hesinde her kennt, auch Erkenntnis und Einsicht, Bildung auch ein Stück weit. So dass Nandus da eigentlich auch ein ziemlich breites Feld abdeckt wie eine Mischung aus Hesinde und Fex und auch vor allem dort Verehrung findet, wo eben auch eine gewisse Grundlage dafür da ist, eben also eine hohe Bildung in der Bevölkerung, vor allem im Horasreich auch, und wo er so ein Stück weit auch als Innovationsgottheit da ist, also eben auch vielleicht für eine neue Art des Kämpfens, also das ist eben nicht mehr nur allein Rondra ist, die jetzt eher so den ehrenhaften Kampf verkörpert, sondern eben auch im Punkt Taktik oder strategische Planung man auch durchaus im Urrasreich mit seinen großen Heeren auch als Nandus-Stratege quasi ein Heer anführen kann oder eben sagen kann, ich bin Heerführer und meine Hauptgottheit ist Nandus, an die ich meine Gebete richte. Genau, das Thema Rätsel gehört auch, ist auch Nandus zugeordnet eben sehr stark. Und ja, bei Nandus glaube ich, für gerade die Leute, die länger dabei sind, zumindest bei mir, ist immer die Assoziation sehr schnell zu seinen beiden berühmt-berüchtigten Söhnen, den Nandus-Söhnen Rohal und Borbarat, um die sich ja schon eine ganz große Kampagne gerankt hat und die in der Geschichte in verschiedenen Inkarnationen immer wieder auftauchten, quasi jetzt schon ein bisschen der Spoiler-Hinweis auf die künftigen Folgen der Geschichtsstunde. Mit denen werden wir da sicherlich mehr zu tun haben. Und das sind ja so sicherlich die bekanntesten Götterkinder, die dann irgendwann nicht mehr richtig Halbgötter zuzuordnen sind. Ja. So, das ist jetzt auch gerade ganz aktuell. Ne? Im Dezember hat ein Vademecum erschienen, also ein Ingame-Informationsband, der auch einige Rätsel enthält tatsächlich, die man beim Lesen gleichzeitig auch miträtseln kann. Und man muss auch sagen, Nandus wird uns im fünften Zeitalter noch genauer beschäftigen. Das ist die nächste reguläre praktisch Zeitalterfolge. Aber es ist interessant, wie es dann mit ihm weitergeht, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Hört euch dann die nächste Folge an. Dann nach Nandus kommt Simia. Wer ist Simia? Ja, Simia ist für mich ja auch so ein. Simia ist eine der spannendsten Gottheiten dahingehend, weil es sie vielleicht sogar eines der besten Beispiele ist, da man gesehen hat, diese ganzen Versuche, irgendwie Götter in einen Hut zu pressen, die nicht direkt zu den Zwölfen gehören, der ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Wobei das jetzt also wirklich inneraventurisch gemeint. Denn Simia wird zum Beispiel von den Elfen, die verehren ja Simia, der aus dem Licht trat, als mythischen Begründer der Elfen, wie auch immer, und da sagt man, aha, klar, ne, Simia Elfengottheit,
Zwerge verehren auch Simia. Die haben ja schon eher selten ein bisschen was miteinander zu tun. Und da gibt es auch bei den Menschen einige, ich glaube auch gerade im Horasreich ein Stück weit so Simia-Tempel oder Schreine, wo man sagt, Simia ist der Gott des Erfindungsreichtums als Sohn von Ingerim und Zar. Und also irgendwie. Also, ich sag mal, wie man eine, oder vielleicht sind es verschiedene Personen mit einer zufälligen Namensähnlichkeit, ich weiß es nicht, aber die, sag mal, unter wirklich verschiedenen Völkern aus ganz anderen Hintergrundgeschichten angebetet werden, das ist für mich auch ein gutes Zeichen, wie es David vorhin sagte, wir waren da waren auch mal eben Leute im Krieg erfolgreich oder wollten den Glauben mit integrieren und hat da irgendwie so ein Gemisch draus gemacht am Ende des Tages. Also, wenn man mich fragt, wer ist Simia, ich habe immer zuerst den mythischen Elfen da vor Auge, aber Schreine gibt es, glaube ich, in der menschlichen Fassung im Horasreich ein bisschen davon. Simia steht eben so für Erfindungsreichtum und weiß gar nicht, ob es noch weitere Aspekte hat, die er da hat. Aber ich bin mir sicher, dass er auch noch in der Zeit dann einfach mal auftaucht bei uns, ne? In der späteren Zeit, ja. Ja, im 9. und 10. Zeitalter. Also da auf jeden Fall. Mhm. Gut. Auch so, dass die Geschlechtlichkeit nicht ganz klar ist. Also im Zwölfgötterglauben sagt man eben, Simia ist er, der Gott des Erfindungsreichtums. Die Zwerge, aber zum Beispiel oder eben auch die alten Jaldinger, die Vorfahren der Torvaler, sehen Simia als weibliche Gottheit. Das also zeigt vielleicht auch nochmal so ein Stück weit die Vielfältigkeit der Wahrnehmung und der Verehrungsform. Mhm. Na, vom Namen her klingt Simia auch eher weiblich, aber... Na, okay. Erfindungen gibt es ja viele und dann kommen wir jetzt zu denen, die Drachenschiffe erfunden haben und die Torvaler, sie verehren Svafnir. Wer ist denn Svafnir? Ja, wenn man die Torvaler fragt, ist das der wichtigste Gott von allen quasi, der Hauptgott der Torvaler und auch deren, der mit Abstand mächtigste Gott, der Herr der Meere und Ozeane Tier, sein heiliges Tier ist der große Wal, das mächtigste, größte Tier der Meere. Im Zwölfgötterglauben wird Svafnir so ein bisschen verkleinert. Da sieht man ihn als den Sohn von Effert, dem Meeresgott, und Ronta, der Göttin des Kampfes. Und auch da weist man ihm quasi den Wal als Tier zu. Aber er wird da mehr, wird sehr stark auf den Aspekt der Seefahrt begrenzt, während er eben für die Torvaler ein viel umfassenderes mit viel umfassenderen Aspekten eigentlich versehen ist. Und das führt auch immer da zu Reibungen, wo eben Torvaler und Nicht-Torvaler aufeinandertreffen und dann, weil das ja auch was Hierarchisches hat. Ne? Ist er jetzt der Sohn von Effert oder ist er mindestens genauso toll wie Effert oder vielleicht sogar noch wichtiger und größer? Genau, als bekennender Torvaler-Freund muss ich auch entschieden ins Reich der Fabel verweisen, solche Aussagen wie, er könne ein Sohn von Ronda und Effert sein. Und ich kann nur allen von euch tun, ins Herz legen, erzählt nicht einem Torvaler, er wäre es, weil dann irgendjemand hat danach eine gebrochene Nase und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es euer Held ist. Man sagt ja, der Moralkodex der Svafnir-Geweihten ist Ehrlichkeit und Ehre. Also der Svafnir-Geweihte sagt immer, was er wirklich denkt. Ja, das ist aber ja auch, ich sag mal, ein Stück weit, was man in der Torvaler-Kultur wiederfindet. Ne? Dort spricht man einfach frei heraus, was man meint und hält mit der Meinung nicht hinterm Berg oder taktiert irgendwie erst. Mal gucken, das ist so ein bisschen, und das kommt letztlich auch daher. Ne? Und deswegen ist es hier ein Aspekt für die Geweihten da. Also Ehrlichkeit eben nicht jetzt so eine praiotische Wahrheitsliebe, aber eben man hält ja auch dann nicht vor einem der Torvaler an sich und das Waffengeweihte dann sowieso nicht, wenn er da irgendeinen Hetmann eine Meinung vertritt, würde man ja vielleicht im Mittelreich eher sagen, der Adlige hat gesprochen, ich halte mich mal zurück. Das gibt's da halt nicht. Das ist damit eher so dieses, für mich ist das ja dieses frei herausreden gemeint mit Ehrlichkeit, ne? Und sicher auch die Verlässlichkeit, ne? Also das zum eigenen Wort stehen und eben, genau. Was man sagt, auch ein einhalten oder eben ja dazu zu stehen, auch wenn es schwierig wird. Gut, dann von jemandem, der die Wahrheit hier doch schätzt, kommen wir zu jemandem, der die ultimative Wahrheit kennt, meint sie zu kennen. Oder es ist Ukuri. Und Ukuri ist, irgendwie hat ihn Praios, erschuf ihn aus sich selbst. Wer ist Ukuri? Praios braucht halt immer eine
Sonderlocker, ne? Das ist das gehört ein bisschen mit dazu. Okuri ist tatsächlich, genau, ein von Praios erschaffener, auch für Wahrheit einstehender Gott, der, ich glaube, mit diesen Okuriaten ja auch einen Orden hat, der ihm da in Aventurien folgt. Wird sonst ein bisschen weniger in den Fokus, finde ich, wie viele der vorher genannten Götter, ist natürlich eher da stark und angebetet, wo man sich auch mit Praios hält. Klar, im Horasreich dadurch auch, dass der Legende nach, ich glaube, Horas auch ein Sohn von Okuri wiederum sein soll, der Stammvater des Horasreichs sozusagen, da hat er natürlich auch noch einen gewissen Glauben. Ansonsten ist Okuri, ich glaube, so ein bisschen der Herold und Bote noch, den Praios dann öfter aussendet. Nicht? Also in, ja. Und zumindest die Okuriaten sind auch in Orden, die sich genau auf sowas verstehen. Ja. Mhm. Okay. Also die Bedeutung von Praios als Götterfürsten selbst, dass er sich nicht selbst ankündigen muss oder seine Triumphe selbst aufzählen muss, sondern das machen quasi andere für ihn. Wobei, wenn er ihn ja aus sich selber erschaffen hat, ist es ja auch wieder, er kündigt sich selber an. Ja. Das stimmt allerdings. Okay, das sind so, ich sag mal, die anerkannten Kinder im Zwölfgötterglauben. Und dann gibt es noch andere Entitäten, die als Halbgötter angesehen werden. Wollen wir da einfach mal ein bisschen kürzer drüber gehen oder nur erzählen, dass sie gibt? Oder wie wollen wir es am besten machen? Also, ja. Ich tue mich da immer schwer. Also ich habe jetzt hier diese Liste auch gerade, die genannt hast, Wiki Aventurica aufgemacht und die sind halt schon eine andere Liga, in Anführungszeichen. Ja? Ich meine, so gesehen, wenn man jetzt Kinder von Göttern nimmt, da wird man ja auch Dutzende finden, die ich glaube alleine, auch was der Torwall da an Kindern gibt. Also ja, es gibt noch zahlreiche andere sicherlich, aber da die sind auch eher selten und speziell. Also weiß nicht, ob wir jetzt wieder rausschauen. Wir kommen, gehen auf den einen oder anderen wahrscheinlich in der Geschichtsstunde nochmal ein. Da habe ich dazu jetzt irgendwie einen Ansatz, ob wir da einmal, ich würde es eigentlich Sie haben vielleicht lassen, unterschiedlich vielleicht. Relevanz ja. für die Spielwelt. Ja. Also in der Liste, die Wiki Aventurica führt, tauchen zum Beispiel Borbarad und Rohal mit auf, die so eine ganz zentrale Rolle haben, weil sie eben in unzähligen Publikationen thematisiert werden. Da sind aber auch die vier Kinder Ifians. Ich glaube, es gibt eigentlich sogar fünf. Die tauchen, glaube ich, sehr sporadisch nur auf in Publikationen. Insofern haben die sicher eine andere Bedeutung. Und gerade auch für Leute, die tatsächlich, das vermischt sich so ein bisschen, das ist auch ein Stück weit vielleicht mit der großen Zahl der Publikationen nicht nur absolut, es ist sich auch die Liste der Halbwirklichen und Halbführen, sondern das bleibt da so ein Gerüst, um eben zu zeigen, es gibt da auch innerspielweltlich eine gewisse Unsicherheit oder einfach verschiedene Meinungen, die da aufeinander. Zu den Widersachern der Götter, die Dämonen. Und die Dämonen sind werden anhand ihrer Macht eingeteilt. Niedere Dämonen, gehörnte Dämonen und Erzdämonen. Und es gibt Gerüchte über einen Dämonensultan. Wenn ihr euch unsere bisherigen Folgen schon angehört habt, dann haben wir das ja auch schon mal angesprochen, diesen Dämonensultan. Aber um den soll es jetzt nicht gehen, weil es ist, wie gesagt, mehr oder weniger Gerüchte, sondern es geht um die, erst einmal um die gehörnten Dämonen, die Widersacher der Zwölf. Die Erzdämonen meinst du? Die Erzdämonen, genau. Und da fangen wir auch alphabetisch an. Der erste ist Blakaras. Wer ist Blakaras? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt in einer alphabetischen Logik sind, aber Blakaras ist ja zumindest der Widerpart zu Praios. Und generell gilt zu den Erzdämonen, dass wir jetzt, also ich sag mal, ein bisschen das Allgemeine, Erzdämonen sind halt, bieten das Zerrbild des jeweiligen Gottes so ein Stück weit. Also Blakaras als Beispiel, ein Praios, der wirklich für Wahrheit und Gerechtigkeit steht, da ist Blakaras, ich sag mal, so ein bisschen die Selbstgerechtigkeit eher ein Stück weit. Also Blakaras, Leute fallen ihm anheim, wenn sie vielleicht der Meinung sind, dass ihnen übel mitgespielt wurde und sie Rache üben wollen und sie möchten irgendwelche Urteile nach eigenem Gusto sprechen, also wo wirklich nicht eine objektive oder
zumindest verbriefte Wahrheit dahinter gelegt wird, sondern wo es um einfach ein Erfüllen einer Rache geht und dann so eine Art Blutsgericht abgehalten wird. Also so ist es bei den Göttern generell, dass sie irgendwie schon ähnliche, Erzdämonen haben ähnliche Attribute wie die Götter, aber völlig überzeichnet und ins Dunkle, ins Böse verkehrt an der Stelle. Aber genauso, Praios steht für Gerechtigkeit und Blackarats wird eben von den Leuten, die sich um ihre eigene Gerechtigkeit gebracht sehen, vielleicht oft, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben, die fallen ihm oft am Heim. Dann kann Blackarats steht dann dafür, dass diese Leute ihre Rache bekommen können, an denen, die sie verärgert, was auch immer getan haben. Ja. Und inwiefern sind die Erzdämonen bekannt vom einfachen Aventuria, deren Bewohner? Kennt die jeder? Kennt die gar keiner? Wird über der vorgehaltenen Hand von ihnen gesprochen? Oder? Ich würde sagen, sie bilden schon so ein bisschen das Feindbild, ähnlich wie der namenlose Gott als der Widersacher der Zwölfe, der aus Alvaran verbannt wurde wegen seiner Freveltaten. Genauso gibt es auch also in den Niederhöllen eben diese 12 Herrscher aus den 12 Domänen, die man auch so ein bisschen einfach als das Urböse sieht, eben jeweils mit einem bestimmten Schwerpunkt und wo sich ja auch der ein oder andere, also vielleicht jetzt weniger der Zar-Priester oder die Ingrim-Priesterin, aber der begeisterte Praios-Geweihte, die fanatische Rondra-Priesterin eben auch davor warnen wird, die Gläubigen und eben das als Schreckensbild an die Wand werfen wird und sagen wird, das ist der falsche Weg und wer dem Weg folgt, der landet am Ende genau dort, nämlich in den Klauen des dämonischen Herrn der Rache zum Beispiel und dessen Seele wird dann am Ende in die Höllen hinabgerissen, wenn er sich für den falschen Pfad entscheidet. Genau, ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis dabei, die Existenz von solchen Wesen und solche Umschreibungen, die werden mehreren Leuten bekannt, klar, jetzt nicht jedem Bauern, sag ich mal, aber auch aufgeklärteren Leuten bekannt sein, die Namen, die magietheoretischen Namen oder die Gareti-Namen sind, die wird nicht jeder kennen. Also mit Blackarats kann man, klar, Magier werden, können damit anfangen, aber ob das jetzt der normale Aventurier, der kennt eher quasi den Herrn der Rache oder den Gegenspieler Praios oder wie auch immer in solchen Zeichnungen, ne? Wenn man den Namen auch eine besondere Qualität zubilligt, also sagt eben, wer den Namen auszusprechen, ist schon beinahe so ein bisschen eine Anrufung des Dämons oder eben schafft eine Verbindung. Und wenn man ihn dreimal sagt, noch schlimmer und ja. Okay, dann würde ich hier nur jetzt nicht alle gehen, aber so von dem, wo man in den aktuellen Abenteuern immer mal wieder was von hört. Und zwar, das ist einmal die Gegenspieler von Effard, Charybdoroth. Es könnte sein, dass jedes Mal in den ein oder anderen Publikationen, zum Beispiel Havena, gehört habt. Und Charybdoroth es müsst ihr mir jetzt mal helfen, die Efferts Riesenschildkröte kämpft doch mal mit Charybdoroth oder mit irgendjemand anderem? Mit dem Riesenkraken Yonao meinst du, glaube ich. Ne? Ah, genau. Aber der in ihrem Gefolge ist. Charybdoroth ist eine sehr, sehr spannende, ich sag zu oft spannend, glaube ich, Entität, weil sie eine interessante Geschichte hat. Ne? Denn da werden wir in der Zeit dann auch noch drüber kommen, aber Charybdis hieß sie, glaube ich, damals, wurde sie von den Echsen noch als Göttin angebetet und hat auch Karma-Energie vergeben. Also sie ist durchaus auch mal eine Gottheit gewesen. Und in einer neueren Publikation kann man auch sehr, sehr gut auf Fährten von ihr und einen Tempel von ihr treffen, wo sie und Effard und noch jemand weiteres mal angebetet wurde, von Menschen auch noch. Weiß ich gar nicht, ob von Menschen auch, aber zumindest kann man da mal einen Blick reinwerfen und einiges über sie lernen. Aber ja, das war einmal und mittlerweile ist sie der dunklen Seite der Macht, würde man in einem anderen Universum sagen, anheimgefallen und sitzt in den Niederhöllen und verdingt sich dort als erzdämonischen Widerpart von Effard und verpestet die Meere, schickt eben ihre Seeschlangen und Riesenkraken aus und ist damit auch für die Torwaller natürlich, gerade die ja mit Seeschlangen überhaupt nicht klarkommen, alles als Ranga-Gezücht bezeichnen. Das ist ja auch nur ein anderer Name häufig, dass Ranga und Charybdoroth da synonym verwendet werden. Ist nicht ganz das Gleiche, aber das ist so alles, was so ein bisschen in den Tiefen der Meere lauert und sich nur auf die Seelen der armen Seeleute fokussiert. Mhm.
Man muss ja auch sagen, Charybdoroth ist ja als Charybda bekannt und vom zweiten bis zum vierten Zeitalter, also danach ist sie auch noch, aber das so weit sind wir ja noch nicht, ist sie die Herrin über das Wasser. Ich bin da mal gespannt, wie sie dann zur Dämonin wurde. Zeit ist ja nicht relativ. Zeit ist ja fix. Hier jedenfalls. Und das nächste, was man vielleicht schon mal gehört hat, wenn ihr das Raya Sutra, nee, nicht Raya Sutra, wie hieß das große Crowdfunding? Wege der Vereinigung, meinst du? Genau. Da hat man sie vielleicht schon mal gehört, wenn ihr das gehört habt, oder? Das ist Belkelel. Ist also die Widersacherin von Raya. Auch eine von den Schlimmen, genau. Es ist ja, wir haben ja in Aventurien eine Liebesgöttin, die eigentlich sehr progressiv und offen ist und auch in Aventurien ein sehr unverkrampftes Sexualleben oder vielleicht unverkrampfter als in unserer realen Welt und auch ein positiv besetztes Bild von Sexualität in vielerlei Hinsicht. Und das Gegenbild dazu ist Belkalel, wo man eben sagt, da geht es um die egoistischen Aspekte eigentlich der Sexualität, auch um Dinge wie Unterdrückung, Demütigung, Vergewaltigung, also Dinge, die einfach zutiefst negativ besetzt sind in der Welt und wo man aber eben sagt, das ist ist auch Domäne oder es ist untertan einer Gegenspielerin. Und das Tückische ist eigentlich bei Belkalel, dass sie eben auch die Verführerin ist und eben nicht offen vorgeht, sondern sehr geschickt darin ist und ihre Anhänger sehr geschickt darin sind, im Verborgenen zu handeln und eben nach außen hin sich nicht anmerken zu lassen, wie es in ihnen drin aussieht, was jetzt den Anhängern anderer Erzdämonen zum Teil schwerer fällt, die dann ja ihre Mordlust nicht besänftigen können oder so offene Dämonenmale tragen, dass sie klar erkennbar sind als Anhänger der Dämonen. Belkalel ist da einfach ganz besonders geschickt im Verborgenen schlimme Dinge tun. Ja, ich denke, da sind auch mit wem war so diese gewisse Überschneidung? Ich glaube, es war Leftan, oder? Ja, in dem Sinn. Leftan, ja. Die Grenze ist manchmal sehr knapp von beiden Seiten, sag ich mal. Denn vielleicht noch Belhalar ist der Widersacher Rondras und seine Aspekte sind gnadenloser Kampf, Massaker, Heimtücke, Blutrausch und ungezielte Vernichtung. Und da kommen wir auch so in Richtung ein bisschen Richtung Kor, der ja auch Rondras Aspekte, sag ich mal, auflockert. Also da hast du es genau. Zwei der Aspekte, die du gerade genannt hast, die kann man auch Kor ziemlich gut andienen, den gnadenlosen Kampf und was war das andere, hattest du vorhin noch vorgelesen? Blutrausch. Blutrausch, genau. Ja, das gehört ja quasi eigentlich zum guten Ton eines Chorgeweihten, sage ich mal. Da merkt man auch schon. Ne? Natürlich, ein Massaker und sowas, das wird ein Chorgeweihter auch mal, der sich im Blutrausch übermannen lässt, sicherlich auch durchführen, aber es ist nicht dessen Hauptziel. Also da ist noch ein gutes Stück dazwischen. Aber ja, gerade für Nicht-Eingeweihte kann das passieren. Insbesondere auch, das hat sie auch schon in Abenteuern thematisiert gegeben, dass vielleicht noch ein Belhalar-Paktierer erst einmal nicht direkt erkannt wird, wenn man vielleicht denkt, ah, das ist ein Chorpriester, der jetzt mal besonders deutlich, sag mal, die Regeln auslegt oder so etwas. Da kommt man schon an die Grenzen heran und natürlich für Helden ist ein Belhalar-Paktierer, also gerade für kampfkundige Helden, sicherlich immer eine echte Herausforderung, weil natürlich all das, was, also der Erzdämon gewährt seinen Paktierern oder auch seinen Dämonen halt echte Kampfkraft und das eben gepaart mit jeglicher Art von Heimtücke und wie kann ich es optimal machen? Also ein Belhalar-Priester wird regelkonform gespielt, der vielleicht zuerst auch mal den schwachen Gegner, den Magier, so lange draufhauen, bis er tot ist und nicht bis er bewusstlos liegt, weil erstmal, ja, also wirklich, das gehört mit dazu und dann kann er den Größeren erstmal ausweichen vielleicht oder sowas. Also das können schon gefährliche Leute sein, so würde ich es mal formulieren. Das gilt für alle Erzdämonen sicherlich, aber ich sage mal, gerade mal, wenn man sich auf den Kampf besteht, dann ist so ein Belhalar-Paktierer sicherlich ein Gegner, den man im Kampf nicht unterschätzen darf. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Shadowrun, auch die Magier zuerst. Ja, hier bei DSA ist das ja ein bisschen anders und
Das war es jetzt auch so von den Dämonen, wo wir jetzt mal drauf eingehen wollten. Wir haben am Anfang gesagt, wir halten das ein bisschen kürzer, auch um die Mystik dahinter ein bisschen aufrecht zu halten. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr euch natürlich weiter schlau machen. Wir werden auch sicherlich in den Zeitaltern auf den einen oder anderen noch zu sprechen kommen, gerade auf wenn ein Gott fällt und Erzdämon wird. Es sind interessante Sachen, die aber nicht so allgemein direkt bekannt sind, wie jetzt Raphael Mayer auch meinte. Es ist eher so der Widersacher von und der steht für oder so, aber der Name und so ist es dann nicht. Und damit wären wir mit unserer Einführung in die Welt des Schwarzen Auges Teil X. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel das ist. Ich glaube 6. 1, 2. Ja, 4 gibt's, aber. Also auf jeden Fall wären wir jetzt damit durch und würden dann mit dem 5. Zeitalter weitermachen. Ich würde mal gucken, Teil 4 ist es jetzt. Habt ihr beide, denkt ihr noch irgendetwas, müsste man noch für den Einstieg wissen, was man über die Welt wissen sollte? Aber für den Einstieg ist es am wichtigsten, dass man nichts zu absolut sehen darf. Also das ist, es gibt nicht die Regel, also innerweltlich gibt es die. Der Praios-Geweihte, dem man auf dem Marktplatz begegnet ist, der ist natürlich der völligen Überzeugung, dass es die 12 Götter gibt und die anderen sind Halbgötter und alles andere sind Dämonenpack oder was auch immer. Oder im besten Fall orkische Götzen oder so, den man natürlich gegen bekämpfen muss. Aber innerweltlich ist es nicht so. Und wenn jemand von euch, da wenn ihr selber Lust habt, was zu spielen, wo ihr sagt, ich würde das aber gerne, finde Mabu besonders cool oder wie auch immer, aber Borum passt nicht so recht dazu, macht es einfach. Ja, also es gibt immer gute Gründe, dass man es auch so machen kann. Man sollte sich natürlich da nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, ich weiß die Wahrheit und die alle nicht. Aber davon ab. Kann man einmal machen. Ist das eine schöne Vielfalt und ich glaube, die kann man auch einfach einsetzen, dass man das für sein eigenes Aventurien oder für seine eigene Runde auch genauso drehen kann. Da gibt es keine absolute Wahrheit. Grundsätzlich, wenn ihr spielt, das sagt Ulysses ja auch immer, es ist eure Geschichte. Ändert es ab, wenn euch etwas nicht gefällt. Bleibt dabei oder lasst was weg. Oder wie auch immer, macht es, wie ihr das wollt. Es ist alles unsere Fantasie und praktisch eine Grundlage, die wir nehmen können, aber nicht müssen. Deswegen habt einfach viel Spaß am Rollenspiel. Und ich finde also, wir machen es ja auch deswegen, weil uns ja auch die Geschichte, die geschriebene Geschichte gefällt. Und weil es auch immer diese lebende Geschichte, diese 30 Jahren, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre jetzt DSA schon existiert. Ich wollte jetzt gerade 70 sagen, aber das ist, glaube ich, auch falsch. So viel sind es noch nicht. Sind es nicht 40. 40, okay. 2024 sind 40 Jahre. Ah, okay. Jetzt sind wir jetzt ja bei 38. Und das, es wurde viel geschrieben. Das heißt immer ran, wurde jeder Stein beschrieben. Vielleicht nicht jeder Stein, aber viele. Und macht daraus, was ihr wollt und habt einfach Spaß. Genau. Kann ich auch gut. Kann ich mich nur anschließen, dem, was ihr beide gesagt habt, auch. Also es ist der Reichtum Aventuriens mit diesen vielen Details ist ein Schatz und gleichzeitig ist es manchmal auch so ein bisschen erstmal, kann es einen erschlagen im ersten Moment, aber vielleicht kann man sagen, es ist wie ein gutes Urlaubsland. Man kann da einmal hinfahren für eine Woche und nur einen kleinen Teil vom Land sich anschauen und trotzdem gut Urlaub machen und man kann genauso gut eben jahrelang immer wieder hinfahren und immer noch neue Aspekte von dem Land entdecken und erforschen und es bleibt immer spannend. Oh. Okay, zum Abschluss noch von euch beide, neues Jahr. Arbeitet ihr an irgendetwas, was ihr schon sagen könnt, wollt, möchtet oder? Ich hatte schon gedacht, du hast die Frage vergessen. Wie gesagt, Sternträger ist von meiner Seite her abgegeben und vielleicht noch ein paar kleinere Korrekturen. Dann bin ich erstmal mit durch. Ich bin noch an einem kleineren Projekt, was ich aber jetzt auch bald abgebe, was auch in absehbarer Zeit erscheinen soll. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das glaube ich was Cooles wird. Also insbesondere zu cool zum Durchblättern, auch für Neuansteiger mal an der Stelle, aber auch ein paar spannende Sachen für alte Hasen dabei. Und das ist eine Region, die ich besonders gerne mag. Ja, dann freuen wir uns auf den Rest vom Sternträger. Noch für euch als Info, wenn ihr die Sternträger spielt, der Ralf Kurzhiefer hat die ersten zwei schon komplett vertont und ist jetzt, glaube ich, ist jetzt am dritten bei. Kann ich auch nur empfehlen, auf seinem
Patreon oder dann gibt es auch die CDs dann beim F-Shop. Finde ich eine schöne Sache. Ich habe sogar schon teilweise im vierten dabei, ne, beim Vertonen. Hab schon, ich meine auch, was im vierten gehört zu haben. Ne? Ja. Hm? Das kann sein. Ich bin jetzt nicht mehr ganz auf den aktuellen Stand. Ich bin Patreon bei ihm und lade es mir mal runter irgendwie. Dadurch, dass ich es noch nicht spiele, schauen wir mal. Sage mal, weißt du, ob es Sternträger auch als Foundry-Abenteuer kommen wird? Da habe ich keine Ahnung, ehrlicherweise. Dann warten wir mal ab. Was es auf jeden Fall gibt, ist die Rabenkrieg-Kampagne von David. Der erste ist schon da, der zweite kommt, glaube ich, jetzt demnächst irgendwie. Ich vermute, dass das auch ein Stück weit davon abhängen wird, wie gut das ankommt, also wie nachgefragt das ist, weil da ja auch ein gewisser Aufwand dahinter ist, alles nochmal zu verwandeln. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt, da die Online-Spielrunden uns ja teilweise doch noch länger erhalten bleiben als erwartet, dass das vielleicht auch den einen oder anderen ganz hilfreich ist, weil es doch ein bisschen was abnimmt an Aufwand bei der Vorbereitung, wenn man alles direkt schon ausgearbeitet hat und nur noch den Stadtplan einblenden muss zum Beispiel. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde diese vorgefertigten Abenteuer richtig toll. Es hilft die Vorbereitung total. Ich bin ja im Moment in der Donnerwacht-Kampagne noch im ersten Band. Sind wir jetzt gerade aus der Stadt raus und meine Spieler übernachten jetzt an dem ersten oder sind gerade an dem ersten Dings angekommen, Wehrhof. Mhm. Und ich habe einmal dieses Heldenwerk, was es jetzt auch schon gab, da das mal gespielt und reingeschaut. Und das nimmt dann wirklich sehr viel Arbeit ab, wenn man wenig reinkopieren muss und vorbereiten muss, die Bilder, Handouts und so, wenn das alles schon da ist, ist das extrem toll. Da hoffe ich auf mehr. Gut, dann habt ihr noch etwas zu sagen zum Schluss. Nur, dass wir euch ein schönes Rollenspieljahr wünschen. Viel Spaß weiterhin mit DSA und dass wir hoffen, dass ihr auch weiter hier zuhört und das nicht zu langweilig findet, was wir erzählen. Genau. Ja, viele Heldentaten für euch, viele Abenteuerpunkte und viele schöne Stunden in Aventurien. Genau, und viel Dukaten. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und euch beide danke für die Expertise und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nun sind die Runen geschmiedet.